Wie kann ich die tiefliegenden Glaubenssätze finden? Eine Frage von Martina. Wie kann ich die tiefliegenden Glaubenssätze finden? Seien Sie bitte in 14 Tagen dabei. Da werden wir einen Prozess machen, der dauert keine 3-4 Minuten. Da werden Sie zum Beispiel tiefsitzende Glaubenssätze finden über Ihr Geldbewusstsein. Wenn Sie tiefsitzende Glaubenssätze aufdecken wollen, dann können Sie sich einfach mal fragen, was habe ich in meiner Kindheit immer wieder gehört? Was habe ich in meiner Kindheit von meinen Eltern, Großeltern, wichtigen Personen vorgelebt bekommen? Und dann werden Ihnen Sätze einfallen wie: Junge, ist den Teller leer, sonst scheint die Sonne morgen nicht. Und wenn Sie das 100-mal hören, haben Sie immer das Gefühl, Ihren Teller aufessen zu müssen. Und in der Wachstumsphase ist das auch toll. Aber wenn Sie diesen Glaubenssatz im Erwachsenenalter in sich tragen, kann der zu Breitenwachstum führen, wenn das Höhenwachstum abgeschlossen ist. All das sind Glaubenssätze, die werden uns gar nicht bewusst. Ich muss jetzt mal kurz lesen. Bewusst denke ich positiv. An meinen Ereignissen sehe ich allerdings, dass negative Glaubenssätze darunter liegen. Na klar, wir denken oft mal bewusst ganz entgegengesetzt als das, was wir unbewusst denken. Wir denken bewusst, wir wollen eine tolle Partnerschaft haben. Wir wollen eine harmonische, schöne Partnerschaft haben. Aber unbewusst haben wir einen Glaubenssatz wie den Glaubenssatz, dass Achtung und Respekt in einer Partnerschaft nicht gibt. Und wenn wir unbewusst diesen Glaubenssatz in uns tragen, dann sabotiert dieser Glaubenssatz die Partnerschaft. Und so traurig wie es ist, es geht nicht anders. Erst wenn Sie diesen Prozess entdeckt haben in sich. Der erste Schritt ist, die Glaubenssätze zu entdecken. Sie fragen sich einfach, was habe ich in meiner Kindheit immer wieder von meinen Eltern und von wichtigen Menschen gehört? Und dann kommen Sie zu Ihren Glaubenssätzen. Was habe ich immer wieder gehört als Kind? Erinnern Sie sich daran, gerade zu dem Thema, was gerade auf Sie zutrifft, Martina. So, jetzt schauen wir uns die nächste Frage an. Vielen Dank für das tolle Webinar. Ich bin beim nächsten Mal wieder dabei. Schöne Grüße aus Ostfriesland. Ja, wunderbar. Jetzt gehe ich mal ganz nach oben zum Gerhard. Hallo Marcel. Gibt es keine Hilfe, die wir täglich anwenden können? Schriftlich allein ist nicht so einfach. Wären Bilder mit Texten besser? Absolut, absolut. Im Mitgliederbereich machen wir das auch so. Könnte man Wünsche eventuell in ein Spiel fassen? Na klar, wenn es Ihnen Spaß macht. Wichtig ist nur, dass Sie in Ihrer Fantasie die Wünsche in dem Moment als real erleben. Sie erleben Ihre Wünsche so, als ob die Wünsche real sind. Das ist realistisches Visualisieren. Die einzige Sprache übrigens, die unser Unterbewusstsein versteht. Und wenn Sie auf die falsche Weise visualisieren, dann versteht Ihr Unterbewusstsein Bahnhof und es passiert nichts. Und wie Sie richtig visualisieren, da gibt es zahlreiche Kurse bei uns im Mitgliedersystem. Und es ist so wichtig, da immer wieder dran zu bleiben. Und im Mitgliedersystem, da rate ich auch, dass sich jeder zusätzlich noch, also wir ziehen wirklich alle Register, wir wenden Meditation an, wir wenden hypnotische Übungen an, wir wenden wirklich alles an, um die Glaubenssätze zu verändern, weil mit den Glaubenssätzen verändert sich das Leben. Weil es ist die Wurzel für das Handeln und das Handeln bestimmt die Lebensumstände. Es ist wirklich so einfach. Und ich möchte, dass das immer mehr Menschen begreifen, weil es wirklich so einfach ist, sich die Zukunft selbst nach eigenen Wünschen zu erschaffen. Und wenn Sie öfter diese Seminare sehen, dann werde ich Ihnen immer wieder erzählen, wie ich es selber gemacht habe. Von ganz schlimmen Situationen, wirklich ganz schlimmen Situationen, nur mit der Kontrolle der Gedanken wieder in die entgegengesetzte Richtung. Und jeder Mensch hat mal Hochphasen und auch mal Tiefphasen im Leben. Und nach jedem Sommer kommt der Winter und nach jedem Winter kommt wieder der Frühling und dann wieder der Sommer. Das Leben verläuft in Phasen. Es ist nicht immer schön, es ist auch mal weniger schön und dann wird es wieder mehr schön und mal wieder weniger erfolgreich und mal wieder mehr erfolgreich. Und wenn wir uns daran gewöhnen, dass das Leben in Saisons stattfindet, dann können wir uns viel besser auf den Winter vorbereiten. Und wenn wir gut vorbereitet sind auf den Winter, dann können wir sogar den Winter des Lebens genießen. So, zurück zur Frage. Also natürlich Bilder und Texte. Also ich kann sagen, ich habe alle meine Wünsche zum Beispiel auf meinem Desktop. Ich möchte ein bestimmtes Boot wieder haben, was ich in Deutschland schon hatte. Diesmal ist es natürlich dreimal so groß und das ist auf meinem Desktop. Ein bestimmtes Haus möchte ich gern haben und bestimmte andere Dinge und die werden immer wieder auf all meinen Desktops hier eingeblendet. So mache ich das.
Und Sie könnten ein Vision Board zum Beispiel machen, immer wieder die Bilder zu betrachten. Unser Unterbewusstsein reagiert natürlich auf Bilder, sehr, sehr wirkungsvoll. Jetzt schauen wir uns die Frage von Steffen an. Sehr gutes Webinar und tolle Fragerunde. Vielen Dank, Steffen. Noch einmal die Eva ganz kurz annehmen. So, Eva, Sie können jetzt Ihre Fragen stellen. Was, wenn es eher ein Nebel ist und keine klaren Worte da sind? Ja, manchmal ist es so, dass man einfach nur ein Gefühl hat. Menschen, die sehr emotional sind, die haben keine klaren Worte, die haben oftmals ein Bild, was verschwommen ist, oder ein Gefühl. Fragen Sie sich einfach, was Sie in der Kindheit zu dem Thema, was Sie, Eva, interessiert, immer wieder gehört haben. Und genau so kommen Sie zu Ihren Glaubenssätzen. Und wenn Sie sich das fragen, sollten Sie wirklich ganz, ganz ruhig sein. Sie sollten sich irgendwo ganz in Ruhe hinsetzen und sich selbst fragen, was habe ich als Kind zu dem Thema immer und immer wieder gehört? Und ich weiß, dass Sie ein bestimmtes Thema haben. Sie wollen es vielleicht jetzt hier nicht eingeben, aber vielleicht könnte es allen anderen auch helfen, die jetzt noch zuschauen. Immerhin sind wir noch knapp 90 Zuschauer. Also wenn Sie, ich weiß, Sie haben eine Frage, ich spüre das regelrecht. Wenn Sie noch eine Frage stellen wollen, dann machen Sie das jetzt. Thema Geld, ja, ich habe es mir gedacht. Dass mehr rausgeht als rein, ja, na klar, das ist ein ganz behindernder Glaubenssatz. Und solange Sie den Glaubenssatz haben, wird immer mehr rausgehen als reinkommt. Es geht auch gar nicht anders. Und Eva, tragen Sie sich bitte in 2 Wochen zu dem Webinar ein, das ist genau Ihr Thema. Das wird Ihnen sehr, sehr gut gefallen. Genau, genau. Sie müssen lernen, einfach für sich zuzulassen, Fülle und Überfluss anzunehmen, so wie es von der Natur vorgesehen ist. Ferdinand. Jaguar, Jaguar. Ich komme. Was kann ich jetzt tun? Was kann ich jetzt tun? Genau. Kurze Unterbrechung. Genau. So, jetzt war gerade in dem Moment ein Verbindungsabbruch. Genau. Und wenn Sie wollen, schickt er Ihnen ein kleines Stück Gold. Aber dazu erzähle ich Ihnen nachher mehr. Genau. Einen ganz kleinen Moment. Ja. Ganz, ganz kleinen Moment. Wir sind gleich wieder da. Genau. Ja, aber mein Bildschirm ist auch verschwunden, ne? Genau. Okay. Geht gleich weiter. Geht sofort weiter, die Technik. Genau. Okay. Ja, oder? Ja, wir sind am Gucken. Okay, 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 okay. Hallo, hallo, hallo. Genau.